Hallo zusammen, hallo lieber Gianni. Es ist schön, dass wir an einem Donnerstagabend miteinander sprechen dürfen, wenn die Welt gerade überschlägt von einem Lockdown zum nächsten. Da brauchen wir doch positive Nachrichten und die kommen natürlich aus der Schweiz. Und zu unserem heutigen Spirit-Heute-Journal begrüße ich dich sehr herzlich und auch euch, liebe Zuseher, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hallo, guten Abend, Nepomuk. Danke vielmal für die Einladung, heute Abend wieder dabei zu sein. Es ist immer eine Ehre, wenn man dabei sein darf. Und wie du auch schon angesprochen hast, genau in dieser Zeit, wo nicht gerade so einfach ist, wie bei uns und bei euch auch gerade gleichzeitig. Also in der Schweiz ist es jetzt auch so, die Maßnahmen sind verschärft. Das heißt, wir werden immer mehr eingeschränkt. Und das ist nicht einfach. Und darum denke ich, ist so ein Video immer wieder gut für die Leute am Abend, dass sie sich die Zeit eben auch so geben können. Schauen wir mal, was alles heute Abend kommen darf. Ich habe auf Und deiner genau. Webseite gestöbert und da hast du das neue Buch drauf von der Tanja Hayoz, Vollkommenheit. Genau, Mein ja. lieber Schieber, Vollkommenheit ist natürlich schon eine Hürde, die muss man erst einmal nehmen, glaube ich, oder? Also ich denke nicht, dass man diese Hürde nehmen muss. Ich meine, dieses Buch ist aus dem Moment entstanden. Das heißt, dieses Buch wurde geschrieben. Ich durfte das ja auch miterleben, eben als Tanja diese Botschaft bekam, dieses Buch zu schreiben. Es war sehr spannend. Am Anfang war es für sie so, dass sie sagte mir, ja, schau, es kommt etwas, es will durch mich schreiben. Und dann hat es ein Kapitel geschrieben über die Sehnsucht, aber ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich wusste, es darf noch viel mehr kommen. Und das war nur ein Kapitel von den Kapiteln. Und dann ging es weiter, immer mehr und mehr und mehr. Und ja, das Buch ist entstanden. In diesem Buch wird eigentlich eine Sichtweise aufgezeigt. Das ist auch die Sichtweise, die wir in den Vorträgen, Meditationen, Einzelsitzungen immer wieder eben durch uns fließen lassen. Die Wesenheiten, die da sind, die eben auch unterstützen. Ja, sie unterstützen in dieser Form der Vollkommenheit. Was bedeutet Vollkommenheit? Wenn man es in kurzen Worten eigentlich man benennen möchte. Alles, was wir erleben, ist vollkommen. Alles. Ich weiß, dass das schwierig ist zu verstehen. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass in jedem Moment es unzählige verschiedene Sichtweisen gibt. Eine Sichtweise kann für uns vielleicht sehr dienlich sein, die andere nicht. Aber diese Sichtweisen sind alle in der Vollkommenheit enthalten, weil eben es ist vollkommen. Es zeigt uns immer wieder ein Bild und es geht ja genau dort darum, immer wenn ich nicht weiter weiß, aber bereit bin, diesen Moment auch vollkommen zu sehen, dann geht in mir in der Offenheit, gehen Möglichkeiten auf und dann kann man eben auch weitergehen. Es ist nicht Danny. einfach und im Moment schon, und die, die das Buch auch schon gelesen haben oder eben auch, ich erlebe das ja auch immer wieder an den Vorträgen oder bei den Meditationen oder Einzelsitzungen, man versteht es auch nicht immer, weil es ist eine andere Sichtweise. Es ist eine Sichtweise, wo uns immer wieder von diesen Wesenheiten weitergegeben wird und sie schenkt uns eigentlich immer eben auch dort, wo wir es nicht vollkommen sehen, die Liebe fließen zu lassen, dass es auch dort vollkommen ist. Ja, das ist meine nächste Frage. Diese Wesenheiten, völlig egal aus welcher Existenzebene, dass sie kommen, sind natürlich jetzt in anderen Existenzen. Die Schwierigkeit scheint ja, also mich jetzt als Mensch, wenn ich sage, ich sage jetzt mal hier einen eingeborenen Stamm in Brasilien, irgendwelche Ratschläge geben, wie er in die Zivilisation in den nächsten paar tausend Jahren aufsteigt, ist das nicht ein bisschen, sage ich jetzt mal, schwierig, von einem anderen Standpunkt aus, jemand, der noch gar nicht so weit ist, hier einen ja, sage ich mal, Blickwinkel aufzuzeigen, kann er damit überhaupt umgehen. Du siehst ja, die Schwierigkeit ist ja das Thema Liebe, das Thema in diese Liebe zu kommen, die wir ja hier permanent jeden Tag unsere Herausforderungen haben, ja, im Sichtweise Liebe zu sehen. Das ist schon sehr schwierig, oder? Es ist auch sehr schwierig, das verstehe ich. Und das Leben ist nicht einfach, aber es könnte einfach sein. Die Frage ist so, wie wir es sehen. Weißt du, wenn man irgendwann erkennt, dass alles zusammenhängt und es wirklich auch zusammenhängt, dann erkennt man, dass jede Situation immer, habe ich schon immer wieder gesagt, sie hat einen Sinn und sie hat einen Grund. Immer, jede Situation. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Sind wir bereit, in unserem Leben die Verantwortung zu übernehmen, wo wir drin sind? Dann werden wir auch die Möglichkeit bekommen, diesen
Moment auch anzunehmen, wenn wir dort auch bereit sind, ihn anzunehmen und vielleicht auch noch einen Schritt weiter gehen, in diesem Moment auch noch den Respekt reingeben, dass es ja auch so sein darf. Warum? Weil das, was wir erleben, das ist das Resultat von unseren Handlungen. Und wir erleben immer das Resultat von unseren Handlungen. Ursache, Wirkung, wenn man es so sehen möchte. Und viele fragen mich auch immer wieder, ja, aber wie kann das sein? Wo ist die Gerechtigkeit? Es sollte doch eine Gerechtigkeit da sein in der Welt. Ich sage, ja, die Gerechtigkeit ist Ursache, Wirkung. Das ist die Konsequenz, wo wir erleben. Aber wenn wir erkennen, dass wir, indem dass wir eine Ursache setzen in unserem Leben und das eine Wirkung hervorgibt, aber wir noch ein bisschen weiter denken, über den Tellerrand hinaus und nicht nur in den Momenten, wenn es schwierig ist, so gesagt, in die Opferrollen reinkommen, anstatt in den Momenten eine neue Ursache zu setzen, in der Wirkung drin, dann werden wir anders mit der Wirkung umgehen und was wird nachher geschehen? Es wird die Ursache wieder manifestiert, die wir in dem Moment wieder gelegt haben. Aber noch schnell, wenn ich noch schnell unterbrechen darf, es ist sehr spannend, ich möchte dir das noch etwas sagen. Also wir reden ja von den Wesenheiten. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder viele Mails bekommen. Sehr viele angenehme, aber teilweise auch sehr kritische Mails und ich finde das gut. Ich finde das sehr wichtig, dass die Leute kritisch sind. Weil man soll nicht alles glauben, was man hört. Man soll sich immer wieder hinterfragen, wie ist das für mich? Ist das für mich stimmig? Und das habe ich auch immer wieder gehört. Die Leute haben mir gesagt, wow, ich habe das gespürt in mir, dass es stimmig ist. Und für viele verstehe ich das auch, dass es nicht stimmig ist, weil wir haben in uns auch Ängste da. Wir reagieren auch. Es gibt Situationen, die triggern uns eben auch. Es werden Sachen ausgelöst. Und das ist dort nicht einfach. Aber die Wesenheiten, einfach noch schnell zu beschreiben, die Wesenheiten sind nicht nur dort. Wir sind auch Wesenheiten. Du bist auch eine Wesenheit. Ich bin auch eine Wesenheit. Und einfach, dass du weißt, deine Wesenheit kann hier auch unterstützen. Aber nicht nur in der physischen Form. Ich habe das vielmals auch erlebt. Als ich diese Öffnung erlebt habe, in den Jahren darauf, war ja der Kontakt mit den Wesenheiten sehr intensiv. Und dann eben muss man eben auch schauen, dass man dort nicht in eine Hierarchie reinkommt. Ich bin hier und das ist dort. Und dann entsteht ein Abstand. Und dann haben sie mich immer wieder erinnert. Sie sagt, erinnere dich in dir. Erinnere dich, was du bist. Und durch das, dass ich mich immer mehr fallen gelassen habe, durfte ich mehr und mehr in diese Ebene auch kommen. In diese Ruhe, in diesen Frieden. Eben der Frieden. Es ist genau das, dieser Frieden. Und dann durfte ich auf einmal erkennen, es geht ja um diese Liebe. Und jeder, der im Moment bereit ist, weiterzugehen, aber nicht nur so, wie er will, so wie es sein darf. Nicht nur für mich, für das Ganze. Und eben vielleicht manchmal, ich weiß, dass man vielleicht seine Geschichte ein bisschen auf die Seite legt und denkt, ja, jetzt unterstütze ich ein bisschen mehr, aber ich weiß, dass es sich dann eben wieder ausgleichen darf. Und dann war es spannend, auf einmal bekam ich von Leuten Telefonate, wo auch in der ähnlichen Form arbeiten, und die haben mir dann gesagt, hey, das war unglaublich heute. Ich war am Arbeiten, dann hast du durch mich gearbeitet. Dann habe ich gesagt, okay, aber mir war das ja nicht bewusst, weil das ist ja meine Wesen. Verstehst du, ich bin ja auch als Mensch da, in dem Moment, wenn ich es fließen lassen darf. Und heute weiß ich es, also jeder ist eine Wesenheit und die Wesenheiten unterstützen immer. Und die Frage wird mir auch immer gestellt, ja, aber warum unterstützen sie nicht dort, bei den Unschuldigen? Ja, die Frage ist, wie sehen wir das? Was bedeutet denn das? Wisst ihr, das hat immer verschiedene Sichtweisen. Auf die eine Seite kann es so sein, das, was ich sehe, kann sehr grausam sein, weil das ist die Konsequenz unserer Geschichte, wo wir drin sind. Dort wird das sehr vieles aufgezeigt. Auf der anderen Seite machen wir ja eben auch mit dem die Erfahrung, wo wir drin sind. Und eigentlich geht es darum, nicht was geschieht, es geht darum, wie gehen wir damit um. Weil das, was geschieht, das ist das Resultat, wo wir aus unserer Wirkung, wo entstanden ist. Aber wenn wir bereit sind, dort eben eine andere Sichtweise, vielleicht eine vollkommene Sichtweise zu sehen, dass auch dieser Moment vollkommen ist. Weil dieser Moment schenkt ja uns auch die Möglichkeit, um zu erkennen, dass es vielleicht noch anders sein könnte. Es darf anders sein. Ja, ja, das erinnert mich ganz an das Hauptthema scheint ja tatsächlich Perspektivenwechsel zu sein. Immer. Permanent aus unterschiedlichen Blickwinkeln eine
ja, ein Erlebnis, eine Geschichte, etwas, was wir im Außen verorten, zu betrachten und dann verschiedene Blickwinkel einzunehmen. Und wenn du sagst, okay, ich habe hier etwas, das triggert mich, etwas, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann sagst du, okay, jetzt kannst du natürlich hier in der Abwehrhaltung gehen, dann kannst du, okay, ich drucke das jetzt durch, ich möchte das jetzt aber trotzdem so machen, wie ich mir das vorstelle. Und dein Ratschlag ist ja hier, nee, zurückzutreten, sag, okay, jetzt nimm mal eine andere Perspektive ein, vielleicht ist es noch nicht der richtige Moment, der richtige Moment möchte jetzt etwas anderes, das du vielleicht aus einem anderen Blickwinkel noch nicht sehen kannst, aber später dann siehst, aha, Gott sei Dank war hier eine Kurve, weil etc. Pipapo. Die Schwierigkeit ist ja natürlich jetzt, weil wir Menschen ja immer ja, sehr stolz sind auf unseren Intellekt, auf unseren Verstand, auf unsere Planung und so weiter. Jetzt glaube ich, kristallisiert sich auch durch diese Gespräche mit dir, durch vielen anderen Medien heraus, dass dieser Verstand etwas ist, den wir hier zum Begreifen brauchen, aber nicht für unsere Zukunft planen oder für etwa unser Leben oder für das Sein. Denn das Sein wird ja geplant, indem dass ich nach innen gehe, in diese Intuition und es zulasse. Das ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, oder? Ja, und vor allem auch hier, du hast das auch eben, das ist eine sehr gute Einleitung dort gemacht und dort möchte ich auch noch schnell etwas erklären. Es ist so, also sehr viele Menschen erleben jetzt eigentlich in dem Moment, dass sie in dieser Struktur, wo sie drin sind, eben auch durch diese Situation bewusster werden und auf einmal sehnen sie sich sehr stark in diese Ebene, wo die meisten Leute nennen, in der Herzensebene, weil sie wollen dort sein, dass es wohler ist und all das. Aber sehr viele, die dort drin sind, haben da wieder sehr stark Mühe mit ihrem Verstand, wenn er da ist. Und dann hört man immer wieder, nein, ich möchte aber in meinem Herz sein. Aber das Wichtigste, und das ist sehr wichtig, wir sind als Menschen hier. Und wenn du als Mensch da bist, ist es auch sehr wichtig, dass du weißt, du hast ein Herz, wo du die Gefühle ausdrücken kannst, wo die wieder die Brücke zu deiner Seele ist. Du hast einen Verstand, wo du Gedanken denken kannst, aber auch ausdrücken kannst, wo aber wieder die Brücke ist zu deinem Geist und du hast einen Körper, wo da ist und dieser Körper ist auch wieder die Brücke zu deinem feinstofflichen Körper, den man hat. Und jetzt ist es wichtig, dass man dort im Gleichgewicht sich ausdrückt. Wenn ich zu viel im Kopf bin, für das habe ich die Möglichkeit, in meine Gefühle reinzugehen, dann komme ich in ein Gleichgewicht. Wenn ich zu viel vielleicht im Kopf bin und es dreht, das Karussell, was viele kennen, bewegt euch, geht raus, braucht euren Körper, weil dann gleicht euch wieder aus. Und es ist wichtig, diese Anteile in uns. Das Herz ist nicht mehr als der Verstand. Weil wenn ich das mache, bin ich in meinem Ungleichgewicht mit mir und dann werde ich immer Mühe haben. Es ist einfach wichtig, sich bewusst zu werden. Und das ist, dass in meinem Leben geht es ja darum, dass ich eigentlich nicht eine menschliche Reise mache. Ich mache eigentlich eine Seelenreise in meinem menschlichen Körper. Und darum ist es auch dort wichtig, unser Körper so anzunehmen, wie er ist, und uns bewusst zu werden, dass das, was ich in mir möchte, was in mir ist, nicht hier, was in mir ist, die Impulse, die ich spüre, die durch meinen Körper auszudrücken. Und dann wird es so sein, dass nicht der Verstand mir sagt, was ich machen soll, dann wird es so sein, dass ich meinen Weg gehe, aber meinen Verstand mit einbeziehe in die Begleitung, dass ich das realisieren, was ich kann. Aber wie kann ich meinen Verstand in einem Moment, sagen wir so, ruhig stellen, wenn der Verstand sehr dominant ist. Wie kann ich das machen? Ganz einfach. Unser Verstand möchte ja immer analysieren. Unser Verstand möchte immer verstehen. Unser Verstand möchte immer vergleichen. Aber unser Verstand kann nur verstehen, was er schon erlebt hat. Sonst kann er es nicht. Und dort ist wichtig, dass man versucht, das eigene Bewusstsein so zu öffnen, in jedem Moment, egal welcher Gedanke da ist, immer. Ich mache das auch immer wieder. Wenn ein Gedanke da ist, danke vielmal, dass dieser Gedanke da ist. Aber es ist meine Wahl, wie ich damit umgehe. Meine Wahl, meine innere Wahl. Aber ich weiß auch, dass es so ist, aber es könnte auch anders sein. Und somit öffne ich mich. Ich schenke eine Offenheit in jeden Moment rein und durch das drückt man sich immer mehr aus und drückt eigentlich eine innere Wahl aus und ist nicht mehr so stark in diesen Programmen drin. Und dann kommt man in eine Wahrnehmung, wo viel freier ist. Das ist mit Sicherheit ein sehr guter Ansatz, Gianni. Das heißt aber automatische Verlangsamung, automatische Entschleunigung. Denn wenn ich natürlich immer öfter am Tag meine Gedanken abwege, die Gedanken auch bewusst wahrnehme und sage, was läuft denn jetzt gerade, um mir eine Entscheidung zu treffen, bin ich natürlich nicht mehr in diesem Flow. Ich kann, also
sage ich, wenn ich mal automatisch irgendwas machen will, beim Radfahren denke ich auch nicht drüber nach, ob das der linke oder der rechte Fuß ans Pedal zu drücken ist, sondern es geht ja praktisch ins Unterbewusstsein über. Und du sagst, wir sollen uns wieder mehr mit diesem Unterbewusstsein, mit diesen tatsächlichen Abläufen auch beschäftigen. Das Problem, was ja zurzeit in der, ja, vor allem in den USA, aber ich denke, es ist auch bei uns schon weltweit, dass durch diese verschiedenen Kommunikationskanäle, die sich jetzt gerade weltweit auftun, in den letzten 10 Jahren, das nehmen wir permanent zu, Menschen sich natürlich gerne immer unter seinesgleichen aufhalten, natürlich in ihren eigenen, ja, Wirklichkeitsblasen unterwegs sind und noch versuchen, mit Menschen, die nicht vielleicht gerade diese gleichen Meinungen teilen wie sie, Abstand zu halten und zu denen gehen, die sie unterstützen. Da ist natürlich die große Gefahr, das haben wir jetzt gesehen beim Sturm auf dieses Kapitol, dass diese Menschen natürlich sagen, wir haben die Wahrheit, das ist unsere Wirklichkeit, wir sind im Recht und verstehen gar nicht mehr, wie überhaupt das Ganze zusammenhängt. Passiert jetzt gerade eins, dass die Menschheit in 7,8 Milliarden Wahrheiten oder Wirklichkeiten aufsplittet, wo ist denn da der kleinste gemeinsame Nenner wieder? Wie bringen wir die Brücke wieder dazu? Wieder eine tatsächliche Realität anzunehmen, die irgendwo als Konsens gilt. Sehr spannend, das ist sehr wichtig, ja, und das geschieht ja immer. Der Mensch, immer wenn er handelt, handelt er immer in seiner Wahrheit. Es ist immer so. Die grausamsten Geschichten in unserer Geschichte, die geschehen sind, wenn man mit diesen Wesenheiten sprechen würde, mit diesen Menschen, wenn man die Möglichkeit hätte, dann würden sie immer sagen, aber das war für mich, das stimmig, weil das war für mich die Wahrheit. Aber heute, wenn man es von der anderen Seite anschaut, wird es immer sehr schwierig, dort zu sein. Es gibt eine Brücke. Aber die Brücke, die geht nicht über den Verstand, die Brücke geht über das Herz. Weil die wird dort so sein, wenn wir eben es nicht verurteilen. Das ist sehr wichtig. Weil die Verurteilung in der Situation erzeugt wieder eine größere Resonanz. Und was bedeutet das? In dem Moment, dass wir es wieder verurteilen, erzeugen wir gerade wieder in diesem manifesten Feld, in diesem energetischen Feld, wieder die ähnliche Situation. Es ist wichtig, dass wir dort versuchen, wirklich versuchen, diese Situationen kritisch zu sehen, aber als Möglichkeiten für uns, Offenbarungen, die uns gezeigt werden, nicht richten, als Offenbarungen, als Wegweiser, wie wir weitergehen möchten. Wenn wir es nicht als Wegweiser sehen, dann wird es schwierig, dann werden wir wieder in die Verurteilung kommen. Und das ist das, was die letzten 1000 Jahre immer wieder geschehen ist. Wisst ihr, der Mensch hat sich nicht so verändert. Der Mensch meint, er ist sehr hochentwickelt. Der Mensch meint, er weiß sehr vieles. Nein, wir verurteilen jeden Tag noch. Unzählige Male. Wir trennen immer noch. Wir fügen Leid zu. Wann wird der Mensch aufwachen und erkennen, dass das, was er verurteilt, auch er ist? Dass dort, wo er Leid zufügt, dass er sich trennt? Dass die Kinder, die verhungern, die eigenen Kinder sind? Dass die Menschen, die einsam sind, unsere Brüder oder Schwestern sind? Und das ist wichtig, dass wir uns dort bewusst werden. Und jetzt diese Zeit, ich weiß, das ist eine sehr, sehr intensive Zeit, weil die wird uns so bewusst machen. Aber bewusst machen ist nicht einfach. Bewusst machen hat auch sehr vielmals mit Erkennen, wo man drin war, wie man sich verhalten hat. Und das kann eben auch ein Schmerz, können auch hochkommen oder in der Gesellschaft. Und jetzt ist es halt so, eben, jeder denkt, er ist in seiner Wahrheit. Wichtig ist nicht, was die anderen denken. Wichtig ist, in sich zu fühlen. Wie ist es für mich? Ist es stimmig? Ist das dienlich für mich? Das ist sehr wichtig. Das wäre eine Frage, die wir uns immer wieder stellen könnten. Pro Tag mal. Ist das, was ich mache, dienlich für mich? Nicht richtig oder falsch. Dient es meiner Entfaltung? Dient es meiner Öffnung? Dienen diese Gedanken, wo ich drin bin, dass ich mich dort weiter öffnen kann? Dienen diese Emotionen und Gefühle, wo ich drin bin, dass ich mich dort weiter entfalten kann? Dient diese körperliche Aktivität in mir, dass ich mich dort weiter entfalten kann, flexibel werden kann, dass ich so mehr und mehr in meiner Kraft bin? Und ja, es gibt immer eine Brücke. Aber im Moment, wenn etwas geschieht, ist auch die Möglichkeit sehr schnell da, dass alle mit dem Finger auf etwas zeigen. Aber wisst ihr, es hat ja mal jemand gesagt, wir sehen immer sehr schnell, was bei den anderen ist. Aber was vor uns ist, sehen wir nicht. Wir sollen bitte bei uns anfangen. Wenn wir in der Welt etwas verändern möchten, wir werden es nicht im Außen verändern.
Wir werden es nur in uns verändern können. Und wenn wir es so verändern wollen, dass wir als Vorbilder weitergehen möchten, dann wird es schwierig. Wenn wir aber es so verändern, in den Möglichkeiten, dass wir uns so verhalten, dass wir einfach Beispiele sind. Beispiele, ganz einfache Beispiele. Aber alle Beispiele sind gleich. Dann hat jeder die Möglichkeit zu erkennen, möchte ich so einen Weg einschlagen oder nicht. Jetzt, das, was wir erleben, das ist eins zu eins, das Bild, was uns gezeigt wird. Wisst ihr, auch in der Natur, ich meine, wir erleben ja auch dort, jetzt momentan immer wieder, teilweise heftige Katastrophen, Erdbeben sind da hin und her. Ja, man kann sagen, ja, das wäre immer schon so. Nein, es war nicht immer so. Wenn das Bewusstsein im Sturm ist, zeigt die Erde den Sturm. Ganz einfach. Ist das Bewusstsein im Frieden? Das war ein schöner Satz, den nehme ich mir von dir. Ja. Ist das Bewusstsein im Frieden, zeigt die Erde uns den Frieden. Es ist ein Riesenspiegel, wo wir drin sind. Aber eben, wir versuchen ja immer sehr gerne, es ist ja wie so, wir schauen in den Spiegel rein, aber die Menschen versuchen das Spiegelbild zu ändern, aber nicht bei sich, im Spiegel. Das wird nie funktionieren. Wir werden erst dann, wenn wir erkennen, wenn wir in uns eben vielleicht in eine Sichtweise kommen, dass das, was wir gemacht haben, so war, wie es ist, aber auch die Möglichkeit besteht, dass es eben auch weitergehen könnte in einer anderen Form. Das schenkt uns die Vollkommenheit, immer wieder verschiedene Wege. Immer wieder Wege, die uns eben diesen Druck rausnehmen. Die uns eben auch nicht nur den Druck rausnehmen, die uns auch Sichtweisen wieder aufzeigen, wie es eben auch noch anders sein könnte. Alles, was geschieht, hat immer eine Geschichte und eine Ursache. Die Frage ist nicht, was geschehen ist. Die Frage ist, wie wollen wir weiter? Und jetzt ist es nicht 11:55 oder 12 Uhr, wie viele denken. Jetzt ist es schon eins. He? Wir sind voll in der Konsequenz drin. Ja? Ja, Gianni, das ist genau das Thema, das wir hier ansprechen. Denn wir haben ja gelernt, mit diesem materialistischen Weltbild zu leben, aufzuwachsen, in die Schule zu gehen. Wir haben uns nach diesen Glaubenssätzen ausgerichtet. Wir haben einen Beruf gelernt. Wir üben den Beruf aus, wir verdienen Geld. Und wir haben vergessen, die Berufe so zu wählen, wie unsere Talente gelegen sind, um das zu machen, was uns am besten liegt. Sondern wir folgen, ja, sag jetzt mal, diesen Dämonen, die uns am meisten Geld versprechen, und dann machen wir genau das und dann kommen wir in die Unruhe. Dann gibt es natürlich viele, die auf diesem ja, spirituellen Weg unterwegs sind, und dann sagen natürlich die Materialisten, die Geld verdienen, sagt genau, schaut euch doch diesen spirituellen an, alle haben kein Geld, weil die da abgehoben sind und natürlich nicht mehr dazu kommen, sage ich mal, so richtig tätig zu werden, und natürlich schreckt natürlich auch viele davon ab, genau diese Dinge, was du jetzt sagst, umzusetzen, weil ich sage, wenn ich das umsetze, dann habe ich im Schluss Angst, mein Geld zu verlieren oder kein Geld zu verdienen, und ich komme noch in größere Schwierigkeiten. Du sagst zu Recht, wenn wir Vorbilder werden, wenn diese Tätigkeiten, die du angesprochen hast, sieht, dass man, da kann man gut leben und zufrieden leben, wenn wir hier mehrere Vorbilder hätten, die wir auch sichtbar sehen im Außen, weil wir haben ja doch nur gelernt, im Außen zu kommunizieren, in diesen Medien. Vielleicht ist das, was wir jetzt gerade machen, ein Ansatz, dass die Menschen sehen, der Gianni sitzt hier in der Schweiz, hat die gleichen Probleme wie wir, der ist aber auch nicht am Verhungern, am Verzweifeln oder macht morgen Suizid, sondern der sagt, okay, ich nehme die Situation an und gehe damit um. Brauchen wir mehr Menschen, wo diese Wesenheiten so durcharbeiten durch dich, und wie durch dich auch mit anderen, ist denn gerade auch ein Beschluss vielleicht von diesen Wesenheiten, dass wir werden noch mit mehr Menschen arbeiten, um das sichtbarer zu machen? Es ist so. Und das ist ganz wichtig, das möchte ich auch jetzt gerade noch mal sagen. Also die Wesenheiten arbeiten durch alle, durch jeden Menschen. Das ist nicht etwas Spezielles. Sie arbeiten durch jeden. Was da geschieht, die es schon selber auch erleben durften. Ich meine, in dem Moment wird ja nur etwas bewusst aufgezeigt, was wieder da ist und nichts anderes. Die Wesenheiten geben ja uns nicht etwas Neues. Die Wesenheiten erinnern uns an das Wesentliche. Sie möchten uns erinnern, dass das, was wir suchen, in uns ist. Sie machen uns wieder bewusst, dass das schon da ist. Nur wir, wie du auch schon gesagt hast, wir haben es vergessen. Und weißt du warum? Weil wir erleben unser Leben so, dass wir von Anfang an sehr schnell in Prägungen und in Strukturen reingehen. Weil das uns ja mal mitgegeben wurde. Das sind unsere Traditionen, das ist unsere Geschichte und hin und her. Das ist ja auch sehr gut. Aber der Mensch bringt ja mit sich, jedes Kind, das geboren wird,
bringt mit sich eine Möglichkeit, dass ich etwas verändern darf. Aber wir versuchen, dieses Kind, wo geboren wird, so zu machen, wie wir sind. Aber eigentlich wäre es so, diesem Kind die Möglichkeit zu geben, dass das Kind so sein kann, wie es ist. Und wir werden dort eben auch profitieren, wenn es miteinander dann eben auch neue Wege aufgehen. Und das ist das, was auch jetzt sehr stark passiert. Nur kommen da sehr viele eben auch ja, an ihre Grenzen. Sie wissen nicht, wie weiter in dem Moment. Weil wenn man in einer Struktur drin ist, sehr viele sind ja in diesen Strukturen der Kontrolle, Sicherheit, was sie haben. Und das ist, was passiert jetzt? Jetzt wird ihnen die Säule weggenommen. Und auf einmal dachten sie, ja, mir ging es gut. Und auf einmal denken sie, nein, es geht mir nicht gut. Weil Ängste hochkommen, wir wissen nicht, wie weiter, hin und her. Aber genau in diesen Momenten ist es wichtig, ist es sehr wichtig, dass wir uns eben auch bewusst werden, dass wir immer weitergehen können. Wisst ihr, die Botschaft, wo ich immer wieder bekomme von den Wesenheiten, ist die, dass sie uns immer wieder sagen, auch wenn ihr nicht mehr daran glaubt, erinnert euch, dass es immer weitergehen wird. Es wird weitergehen. Es war vor eurer Zeit schon eine Zeit da und es wird nach eurer Zeit eine Zeit da gehen. Die Frage ist, geht mit eurer Zeit sehr wertvoll um. Die Frage ist das, es geht nicht darum, welchen Beruf das man macht. Das erlebe ich auch sehr viel. Viele öffnen sich auf einmal und dann sagen sie, ja, ich möchte jetzt nur noch vielleicht mit Menschen arbeiten, ich möchte nur noch diesen Weg gehen, ich möchte nur noch den spirituellen Weg gehen. Ich muss Ihnen leider sagen, also dann hast du nicht so viel verstanden von der Spiritualität. Weil spirituell sein bedeutet, sich bewusst zu werden. Bewusst zu werden, dass die Materie, wo wir drin sind, vom Geiste eingehaucht ist, dass die so erschaffen worden ist. Heute wählt man das Wort nicht mehr so. Heute wählt man es ja energetisch. Das Wort Energie, aber Energie ist ja der Geist. Und das Wichtigste ist dort, es geht darum, wie wir uns verhalten. Wir können so spirituell sein und sogar einen Job machen, der gar nicht spirituell ist, aber dort auch die Liebe fließen lassen. Und dann widerspiegelt sich das. Viele fragen mich auch immer wieder, Gianni, was kann man machen, dass man sich mehr öffnet? Und ich sage, achte nicht auf dich, wenn du meditierst, wenn du betest oder in deinen Ritualen bist. Doch, aber ich mache das. Und ich sage, achte auf dich in deinem Alltag, wie du mit dir umgehst, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Achte auf deine Gedanken, wie du dort umgehst, weil das widerspiegelt sich wieder in diesem Moment. Weil sehr viele denken von sich, sie sind sehr frei, sie sind in der Liebe, es ist alles gut. Ja, in der Liebe zu sein, in einem liebevollen Moment, ist sehr einfach. Aber mal in der Liebe zu sein, in einem schwierigen Moment, jetzt in diesem Bild, wo wir erfahren, dass die Menschheit nicht zu verurteilen. Ich sage nicht, ihr müsst es gut heißen, aber respektiert die Geschichte, wie es ist. Weil nur wenn wir die Geschichte respektieren, können wir mit der Geschichte weitergehen. Im Leben werden wir nur weitergehen können, wenn wir im Frieden gehen, sonst gehen wir nicht weiter. Und das weiß eigentlich jeder in sich. Wann löst sich in sich der Druck auf, wo jeder in sich hat? Dann, wenn Entspanntheit kommt. Wann kommt Entspanntheit? Wenn man dazu steht, wie es ist. Weil dann senkt sich die Spannung. Wichtig ist einfach, dass wir uns bewusst werden, dass wir dort weitergehen können. Und wir sind so unterstützt. Also im Moment ist es unglaublich, ob es die Wesenheiten sind, ob es Energien sind, ob es andere Zivilisationen sind, die da sind. Wir sind unterstützt. Aber vergesst nicht, auch wenn wir unterstützt sind, ich möchte euch dieses Beispiel mitgeben. Stellt euch mal vor, ihr brecht euch das Bein. Dann braucht es ja einen Prozess der Heilung. Jetzt ist es so, diese Unterstützung, die wir bekommen, könnte man so sehen, es ist wie die Stöcke, die man bekommt. Steht ihr? Für die Zeit, die wir wachsen. Aber die Schritte, wer macht die Schritte? Die müssen wir machen. Und wenn wir nicht bereit sind, diese Schritte zu machen, dann wird es schwierig sein. Dann wird der Spiegel sehr stark kommen. Ich weiß, es ist immer sehr schwierig, wenn man einen Schritt machen möchte, aber man hat nicht Sicherheit, wo diesen Schritt hingeht. Aber wenn man diesen Schritt nicht wagt, dann wird man nie durch diese Mauer gehen. Und dieser Schritt hat eben auch zu tun mit dem, dass man eben auch loslässt, wo man drin ist. Dass es eben auch so sein darf. Dass es eben, Moment, ich war schnell weg, dass es eben auch so sein darf, wie es ist. Und dass es eben auch stimmig ist. Dass wir auf unserem Weg so weitergehen können.
Jetzt wird jeder für sich immer wieder die Chance bekommen, zu sich zu stehen. Aber was bedeutet das, zu sich zu stehen? Sich so anzunehmen, wie man ist. Und ich bitte euch, vor allem, macht euch ein Bild mal von euch, von den angenehmen und den den schönen Dingen in euch. Oder den unangenehmen. Aber ich bitte euch mal, das Gewicht, wo ihr immer legt in euch, verteilt es mal, dass es im Gleichgewicht ist. Und dann werdet ihr ganz ein anderes Gefühl haben in euch. Und dann, wenn ihr das so spürt, dann schenkt euch die Wahl, wie ihr weitergehen möchtet. 1969 bis 1975 hat eine US-amerikanische Psychologin, die Helen Schumann, ein Channeling, ein Buch bekommen mit, glaube ich, 1500 Seiten, ein Riesenwerk. Sie wollte das eigentlich gar nicht. Sie hat die Stimme im Kopf, die hat ihr dieses Buch diktiert. Mhm. Das Buch heißt Ein Kurs im Wundern. Mhm. Da stehen grandiose Dinge drin, zum Schluss mit dem Ort Amen, hat er sich natürlich gesagt, wer ist Christus? Also diese 2000 Jahre alte Tradition mit diesem Christus-Energie scheint ja immer wieder aktiv zu sein. Viele Medien werden von ihm angesprochen. Wirst du auch von ihm kontaktiert? Also von wem meinst du? Von Christus? Ja, genau. Die Energie, die ist bei jedem. Weil jeder ist in dieser Energie. Nur, wir müssen uns dort etwas bewusst werden. Wir Menschen personifizieren Christus mit einem Menschen. Und das ist eben das, so limitieren wir uns in unserer Sichtweise. Ich möchte euch schon ein kleines Beispiel machen. Es gibt verschiedene Realitäten. Eigentlich gibt es 7 Realitäten. Diese Realitäten widerspiegeln sich wieder, immer in 3 verschiedene Formen. Im Körper, Geist und Seele. Weil so wie wir hier unser Körper, Geist und Seele haben, haben wir auch einen Körper, den geistlichen Ausdruck und die Seele, wo wir eingebettet sind, wenn wir feinstofflich sind. Jeder dieser Ebenen widerspiegelt ein Bewusstsein. Und das Christusbewusstsein ist ein von diesen Bewusstseinen. Und die leben in uns. Und stellt euch mal so vor, ihr macht eine Reise, ihr kommt aus der Quelle raus, ich möchte euch das mal zeigen, und durchgeht diese Realitäten. Diese Realitäten sind nicht mehr oder weniger, aber jede Realität schenkt einem eine unglaubliche Möglichkeit in der Erfahrung, in der Entfaltung, in sich, nicht nur im Universum, in den Universen, das Ganze zu erleben. Irgendwann kommt das Wesen an diesen Punkt, wenn es hier ist, wenn es diese Realitäten durchquert hat. Und dann fängt es wieder an, im Prozess wieder nach Hause zu gehen. Und eines dieser Bewusstsein, das ist das Christusbewusstsein. Als vor 2000 Jahren Joshua auf dieser Erde gewandelt hat und das Christusbewusstsein in dem Moment, das Christuswesen in ihn inkorporierte, an dem Moment ist etwas geschehen, an dem Moment ist in die Erde diese Energie reingekommen. Das Bewusstsein, dieses Bewusstsein war früher nicht da. Aber alle anderen 6 Bewusstseine waren schon da. Alle anderen waren schon da. Und die Erde, durch jedes Bewusstsein, das sich bewusst werden durfte, durfte dort eben auch diese Kraft sich eben mehr und mehr manifestieren. Und es ist so, jeder ist in dieser Kraft, aber wir sind auch in den anderen Kräften. Wir sind immer verbunden mit dieser Energie. Nur im Moment ist es so, dass sich in der Menschheit sehr stark diese Energie sichtbar macht, aber sie macht sich nicht sichtbar, um etwas zu beweisen. Sie macht sich sichtbar, um etwas zu schenken. Sie möchte der Menschheit wieder schenken, die Möglichkeit der Veränderung. Das Christusbewusstsein ist die Möglichkeit in der Möglichkeit, dass es sich verändern darf. Eigentlich ist das Christusbewusstsein das Lichtbewusstsein. Die Ebene des Lichtes. Und die Ebene des Lichtes geht in die Verschmelzung mit der Quelle. Ein wichtiges Kapitel, was mir aufgefallen ist in diesem Buch, ein Kurs im Wundern, war das Thema Vergebung, ein Schlüsselbegriff. Also wenn du nicht dir vergibst, dann wirst du eben diese Blockaden aufbauen und nicht weitergehen können. Siehst du. Aber
wichtig ist zu sehen, weil wenn ich vergebe, ist ganz wichtig, wem vergebe ich? Viele erleben eine Situation und dann ist es für sich wie so, sie müssen dieser Person vergeben. Nein, eigentlich müssen sie sich vergeben, dass sie so mit dieser Situation umgegangen sind. Solange, dass wir in uns etwas verurteilen, solange braucht es eine Vergebung. Wenn wir uns bewusst werden, dass eigentlich alles vollkommen ist, dass es aber unzählige Möglichkeiten gibt, könnte man es ja vielleicht auch so anschauen. Ist eine Vergebung notwendig? Nein, weil in dem Moment, wenn es passiert, gleiche ich es wieder aus, weil ich weiß, es ist wahr, so wie es ist. Und ich verurteile es nicht mehr. Das gleiche Beispiel ist ja das, das möchte ich mal schnell mitgeben. Wenn zwei sich streiten, dann streiten sie sich und dann irgendwann sehen sie sich nicht mehr. Nach ein paar Tagen kommt der eine zum anderen und sagt, ja, es tut mir leid, was geschehen ist. Es wäre viel besser, viel sinnvoller, wenn diese Person nicht sagen würde, es tut mir leid. Es wäre lieber sinnvoll, wenn diese Person zu der Situation stehen würde und sagen, ja, es war so, wie es ist. Ich war wütend, ich war enttäuscht. Es war nicht einfach. Es war so, wie es ist. Aber wie möchten wir weitergehen? Weil dann ist man ehrlich. Weil sehr viele nutzen dieses Wort, Entschuldigung. Oder sehr entschuldigen sich. Oder ich vergebe dir. Aber ist es wirklich eine Vergebung? Weil Vergebung bedeutet, es darf so sein, wie es ist. Das ist die Liebe. Und wichtig ist einfach zu wissen, vergeben tut man nicht den anderen. Vergeben darf man sich selber, dass man es so gesehen hat. Aber wenn man weiß, dass alles, was geschieht, immer einen Sinn hat und eben auch einen Grund und eine Geschichte, dann weiß ich, dass es nichts Falsches und nichts Richtiges gibt. Aber es ist trotzdem sehr schön und sehr, weil die Vergebung bringt eine unglaubliche, wunderbare Frequenz mit sich. Und diese Frequenz ist wunderbar. Vergebt euch aber. Vergebt euch. Jetzt in diesem Moment erleben wir sehr stark, dass bei den Menschen der emotionale Körper raufkommt. Viele haben sehr stark Mühe auch in den Beziehungen. Viele wissen, fragen sich jetzt immer wieder, soll ich überhaupt in dieser Beziehung weitergehen oder nicht? Macht diese Beziehung auch Sinn? Weil diese Narben hochkommen in ihnen. Was machen sie? Sie projizieren diese Narben auf den Partner. Aber der Partner hat gar nichts dafür. Der Partner hat gar nichts mit dieser Sache zu tun, weil das sind ja die eigenen Narben. Es geht darum, sich eben auch dort, diese Narben, dass die jetzt sein dürfen, aber dass man eben jetzt auch weitergehen kann. Und eben für dort ist die Vergebung unglaublich. Ja. Vergebung bedeutet ausgleichen. Wenn ich nicht ausgleiche, werde ich in dieser Geschichte sein. Weil alles, was geschieht, wird immer Verbindungen entstehen. Und wenn diese Verbindungen nicht im Gleichgewicht sein, wird man so lange in dieser Verbindung sein. Es ist genau das Gleiche, wenn jemand mit jemandem zusammenkommt, sagen wir, er ist 5 Jahre mit dieser Person zusammen, dann wird es 5 Jahre gehen, bis er diese Person loslässt. Aber für viele ist das sehr schwierig, weil sie sagen, aber ich will das nicht mehr. Ja, aber in den 5 Jahren bevor wolltest du es ja. Stellt euch das so vor, wenn ihr in einen Graben runterläuft, braucht es ja wieder so viel, dass man nach oben geht. Wenn ich aber diese Verbindung als Möglichkeit sehe und auch in der Dankbarkeit bin von dem, was ich bin, dann wird mir das Loslassen viel einfacher fallen. Und es wird mir auch einfacher fallen, eben zu vergeben. Aber vergebt euch, so wie ihr es gesehen habt. Weil das Problem ist, wenn wir etwas sehen, wir sehen es immer nur so, wie wir denken, so wie wir wollen oder wie es für uns richtig ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass das etwas mit der Realität zu tun hat. Der Mensch sieht immer nur das, was er sehen möchte. Aber er lässt nicht offen, dass es eben noch vieles mehr gibt. Aber langsam erwacht der Mensch. Aber langsam durch dieses Erwachen geschieht eben genau das, außer Kontrolle. Das wird es schwierig. Weißt du, vorhin hast du etwas angesprochen, vor 2000 Jahren, als Joshua gelebt hat. Ich muss dir einmal vorstellen, sehr viele Leute, ich sage das jetzt wirklich so, wie es ist, sehr viele Leute würden Joshua, Jesus, nicht erkennen, wenn sie ihn auf der Straße sehen würden. Die Menschen haben ein Bild von Jesus, wo gar nicht so ist. Sie machen sich so, versteht ihr, man hat ihnen ein Bild gegeben. Aber Joshua hat eigentlich etwas Unglaubliches gemacht. Er hat in einer Zeit, wo es fast keine Struktur mehr gab, also die Strukturen waren so eng einander, ob die religiösen Strukturen, die wirtschaftlichen Strukturen,
die Struktur durch die Römer und alles, aber auch diese Struktur widerspiegelte sich eben auch in der Erde, brachte er eine Botschaft, dass es auch noch anders sein könnte. Für die diese Struktur kontrollieren wollten, das war nicht einfach, weil das Schlimme war, sie haben die Unruhe gespürt. Aber diese Unruhe, das ist genau das, was wir jetzt erleben. Es ist genau das Gleiche. Wisst ihr, jetzt wiederholt sich etwas. Es wiederholt sich aber nicht in der Person, es wiederholt sich im Bewusstsein. Und es darf eben auch dort weitergehen. Ja, da sind wir ja ganz gespannt, wo die Reise hingeht. Die Reise geht mit Sicherheit ins Positive. Und zwar, je eher, dass man damit beginnt, die, diesen Moment so anzunehmen, wie er ist, und das Beste daraus zu machen, dann geht ja die positive Zukunft schon los. Ja, so ich denke, ich möchte da nicht jetzt die Freude wegnehmen den Leuten, aber die Reise wird nicht ins Positive gehen. Die Reise wird gehen. Die Frage ist für jeden Einzelnen, wie er es sehen möchte. Wenn jemand unbedingt ins Positive gehen will, dann wird es nicht so einfach sein, wenn er immer das andere Bild sieht. Wenn jemand unbedingt ins Negative gehen will, wird es auch nicht einfach sein, wenn er immer die positiven Dinge sieht. Wenn er es aber offen lässt, dass es positiv und negativ sein kann, und für sich die Wahl gibt, wie es für sich stimmt, wie er für sich in dem Umgang, dass er frei weitergehen kann, dann drückt er dieses Bewusstsein aus, schenkt sich die Möglichkeit anderen noch und dann werden wir weitergehen. Weil es ist wichtig, nicht zu werten. Es ist wichtig, zu gehen. Und ja, wir gehen auch weiter und das ist so. Aber ich bekomme, versteht ihr, die Botschaften der Wesenheiten teilweise. Ich habe auch immer wieder gefragt, wie sieht es aus? Und ich sage, ja, nicht so gut. Manchmal. Also manchmal wieder schon, aber weißt du, das wechselt ja immer wieder. Mhm. Weil je nach Situation, versteht ihr, vor eineinhalb Jahren war es anders, als es jetzt ist. Jetzt im Moment haben die Menschen extreme Ängste wieder. Und in diesen Ängsten ist immer eine große Gefahr, dass man sehr schnell dort in eigene Programme wieder reingeht, dass man sich wieder verwickelt. Aber was wichtig ist, durch diese Angst, die kommt, wird ja uns eben auch die Möglichkeit geschenkt, bewusster zu werden, wie wir damit umgehen. Und wenn wir jetzt bereit sind, eben dort uns zu öffnen, und es kann immer anders sein. Ich weiß, für sehr viele Leute wird das jetzt vielleicht nicht so verständlich sein, aber viele fragen mich immer, ja, aber wieso bist du dir so sicher? Er sagt, wisst ihr, ich bin mir nicht sicher im Verstand, weil hier weiß ich es nicht. Ich spüre es in mir. Ich weiß, dass es so ist, aber ich weiß, dass es die Kraft ist da und ich weiß, dass diese Kraft auch immer uns unterstützen wird. Was mir einfach immer diese Kraft wieder gezeigt hat, ist, versuche deine Perspektive so zu öffnen. Öffne dich und öffne dich und öffne dich und öffne dich. Und stellt euch mal ganz kurz vor, eine kleine Reise jetzt für euch. Ganz einen Moment. Also wir sind jetzt hier auf dieser Erde. Und diese Erde ist ja unglaublich. Stellt euch mal vor, die Naturkräfte auf dieser Erde, die Meere, die Ozeane, die Berge, die Winde. Versteht ihr? Die Kraft, die da hier wirkt. Und jetzt möchte ich euch bitten, mal in die Beobachtung zu gehen. Stellt euch mal jetzt die Erde und unser Sonnensystem mal vor. Die Sonne, diese Kraft, die wir haben. Die anderen Planeten, die da sind. Es ist unglaublich, was hier alles ist. Und jetzt stellt euch mal vor, das Universum. Wie viele unendliche solche Galaxien, die es gibt. Und jetzt stellt euch mal vor, dass es vielleicht noch Universen gibt. Und jetzt stellt euch mal vor, dass all hinter dem eine Möglichkeit da sein darf, dass das überhaupt möglich ist. Und diese Möglichkeit ist in jedem von uns. So wie im Kleinen, so wie im Großen. Wir sind ein Teil von dem. Wir alle zusammen bilden diese Möglichkeit. Wenn wir uns von dem bewusst werden, dann werden wir uns erinnern und dann sind es nicht mehr Fabeln, dass es Menschen gab, die von den Toten auferstanden sind. Sind es nicht mehr Fabeln, dass es Menschen gab, bei denen sich das Meer gespalten hat. Dann sind es nicht mehr Fabeln, dass es Menschen gab, die so eine Kraft ausgedrückt haben in der Liebe, dass so eine große Veränderung geschehen durfte. Aber bitte,
versucht es so zu sehen, die Kraft ist in euch. Jeder ist ein Teil dieser Kraft. Und diese Kraft wird dann aktiviert in uns, wenn wir in der Liebe, in der Geborgenheit, im Respekt und im Vertrauen weitergehen. Weil dann drückt sich die Barmherzigkeit durch uns aus. Und wenn wir es einen anderen Weg wählen, dann dürfen wir auch, wenn uns ist es freigegeben, den Weg zu gehen, wo wir möchten. Aber jeder Schritt erzeugt ein Resultat. Überlegt euch, welche Schritte das ihr macht. Sind diese Schritte dienlich oder nicht? Habe ich euch vorhin schon auch erklärt. Hinter allem muss es ja so eine Möglichkeit geben. Wisst ihr, für mich ist es ein Glauben. Ich weiß, dass es so ist, aber ich bin nicht hier. Und das ist sehr wichtig. Ich bin nicht hier, um anderen es zu beweisen, dass es so ist. Weil wenn man ehrlich ist, schaut euch mal um. Ihr seid ja der Beweis. Das, was da alles ist. Ich meine, wenn man schon, nur mal die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Nur mal einfach die Frage. Ich meine, seit es Menschen gibt, gibt es Nahtoderfahrungen. Seit es Menschen gibt, seit dem ersten Mensch gibt es Nahtoderfahrungen. In den letzten Hunderten von Jahren sind sie immer sehr stark dokumentiert worden. Sogar in der Steinzeit haben sie es dokumentiert, haben sie es in den Höhlen gemacht. Teilweise, was sie erlebt haben. Aber wenn jemand es nicht glauben will, dann wird es nicht mal glauben, wenn er es selber erfährt. Aber für die Leute, die es erlebt haben, die wissen, dass es weitergeht. Aber es geht, das ist genau das Gleiche wie ein Wunder. Wenn jemand die Möglichkeit offen lässt, dass etwas geschehen kann, dann kann sehr vieles gehen. Wenn jemand es nicht offen lässt, dann kann er ein Wunder erleben vor ihm. Aber er wird immer einen Grund suchen, warum es nicht so ist. Ja, da sind wir schon beim Stichwort Wunder. Morgen Abend um 19.30 Uhr für die Menschen, die sagen, okay, ich würde gerne mehr über dieses Thema Bewusstsein des Universums und über Wunder erfahren wollen. Das wird sie morgen 2 Stunden von mir die unglaublichsten Dinge hören und sehen. Und Gianni steht ja als ja, Wesenheit, sage ich jetzt mal, hier, um das auszudrücken, was durch Liebe für Wunder möglich sind. Und Gianni, wir werden diese Gespräche natürlich von Zeit zu Zeit eben vertiefen und ausführen. Wir werden auch wieder bestimmt wieder Zuschriften bekommen, um die dann auch vielleicht Fragen zu beantworten. Und ich sage, das war mit Sicherheit eine, ja, sagen wir mal, eine spirituelle Botschaft in diesem Heute-Journal für diesen Abend. Und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder persönlich treffen dürfen, wenn es passieren darf. Und ich wünsche euch, ja, jeden, auch die Zuseher, einen ja, guten Moment, gute Momente, einen ewigen guten Moment. Und Gianni, dir auch wieder eine gute Reise und gute Taten und gute Erlebnisse in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten. Ja, ich möchte mich bedanken und ich möchte euch noch ein paar Worte weitergeben. Und die Worte sind, erinnert euch immer, die Liebe trennt nie. Die Liebe verurteilt nicht. Die Liebe vergleicht nicht. Die Liebe ist, weil alles aus der Liebe erschaffen wurde und alles aus der Liebe lebt. Erinnert euch, sucht nicht die Liebe. Erinnert euch, dass ihr die Liebe seid. Sucht nicht das Licht. Erinnert euch, ihr seid das Licht. Und dieses Licht trägt es in die Welt. Aber verurteilt nicht. Seid in eurer Liebe. Und somit möchte ich mich bedanken für diese Möglichkeit. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, diese Zeit, die wir erleben. Aber ich bitte euch, verliert die Hoffnung nicht. Wenn es schwierig ist, setzt euch hin, schließt die Augen, geht in euch. Das Himmelreich ist in euch. Es ist nicht außerhalb von euch. Im Frieden, in der Liebe in euch. Aber wenn ihr es in euch erkennt, lebt es im Alltag, wo ihr seid. Schenkt ein Lächeln. Schenkt die Unterstützung. Es sind teilweise so kleine Sachen, aber sie sind so groß. Ja, damit ist, glaube ich, schon alles gesagt und ich wünsche einen guten Abend noch. Ja. Noch ganz kurz, noch etwas schnell, wenn jemand möchte und es heute Abend er auch oder sie auch Gefallen gefunden hat an diesem
keinen Vortrag. Morgen werde ich einen Online-Vortrag machen, Vortrag und Meditation von 19.30 Uhr bis ca. 22 Uhr. Jeder, der möchte, kann sich noch anmelden. Es ist über Zoom. Die Anmeldung folgt bei mir über die Webseite. Man sieht dort unter Events, man kann sich anmelden. Dann kommt man auf Zoom. Es ist kostenlos, es ist ein Geschenk. Es ist einfach ein Moment, wo man zusammen sein kann. Dort wird auch die Möglichkeit gegeben für eigene Fragen. Jeder, der möchte, ist eingeladen. Und sonst nochmal danke für alle und einen wunderbaren Abend.